Worauf warten Sie denn noch? Fürs neue Jahr ist noch zu früh. Ja, ja. Aber auch nicht mehr lange hin. Na? Was? Achso, bis Gott. Der hilft Ihnen hier in Hamburg nun auch nicht weiter. Bitte, Herr Wachtmeister, ich warte da nur auf... Meine Gören warten auf den Weihnachtsmann. Ja, darum geht's doch. Meinen Sie, ich stehe zu meinem Vergnügen hier um diese Jahreszeit? Ja, glauben Sie. Aber Sie werden wenigstens dafür bezahlt. Genau. Und damit Sie das besser rechnet, schicke ich Sie hier nur weg. Nur mal hören. Also jetzt haben Sie doch einmal im Jahr ein Herz. Also ich glaube, das geht los. Nur bis der andere weggefahren ist. Nichts passiert. Ja, jetzt bitte, nochmal ist doch was. Immer mit der Ruhe und der guten Zigarre. Das hat man gerade gefällt. Wenn ein Widersmann Gift hat, kein Parkverbot. Ah ja. Got no sleigh with reindeer, no sack on my back. You wanna see me coming in a big black Cadillac? Hat der junge Herr vielleicht im Moment Zeit für mich, ha? Wieso machst du jetzt aus? Ja, weil wir mich heute verabschieden und dir eine gute, schöne Reise wünschen will. Du, ist in der Karibik überhaupt Weihnachten? Überall, wo am Heiligen Abend der Christenmensch ist, ist Weihnachten. Ja, und wieso störst du mich dann? Ja, weil sie mir Weihnachten in der Karibik verbringt und ich im Sachsenwald. Da schau her. Vom Alfred. Weiß nicht, was drin ist. Für mich? Genau so einen habe ich mir immer gewünscht. Ein Sextant. Sextant? Was so eine Sauerei schenkt dir der Alfred, mein Lieber, der kann was erleben. Hoffentlich findest du die Mama nicht. Ach, Fanny. Das hat doch nichts mit Sex zum tun. Warum heißt es denn dann so? Ja, damit bleibt man auf Kurs und so. Also, Maxl. Servus, gell? Und goodbye. Jetzt hast du mir mitten übers karibische Meer. Mama, ich war ja auch dagegen. Und dann noch den ganzen Wahnsinn mit unserem kleinen Sportzell. Mein Kopf kann es ja verstehen, aber mein Gefühl kommt da nicht mit. Und, ach, und dann noch diese dumme Hand da. Warum? Was hast du mit deiner Hand gemacht? Ach, nix. Ausgerutscht bin ich. Gebrochen habe ich mir sie. Gebrochen? Ja, und dann die ersten Weihnachten ohne euch. Mama, der Ralf hat sich seit so gewünscht. Einmal Weihnachten in der Karibik. Das ist sein Kindheitstraum. Einen schönen Gruß von mir, gell? Einen schönen Gruß von der Fanny. Und vom Alfred auch. Und vom Vater Hag. Mama, ich rufe dich nachher nochmal an, ja? Grüß dich. Für dich. Also, Frau Julia, ich muss jetzt, weil sonst wird mir nämlich der Alfred und auch der Charlie nervös. Ich hab das Reserl noch schnell auf Karibisch in Schlaf gesungen, damit diese Strapazen besser übersteht. Also erstens, Fanny, gibt's gar kein Karibisch. Und zweitens, wann lernst du endlich, dass meine Tochter nicht Reserl, sondern Marie-Therese heißt? Also in dem Jahr bestimmt nicht mehr. Das befürchte ich auch. Der Alfred sagt, überm Sachsenwald strahlt der Weihnachtsstern besonders hell, weil der alte Bismarck es so angeordnet hat. Du wüsstest, wie ich euch beneide. Geweide, jetzt machen Sie noch nicht lustig über uns, Frau Julia. Nein, nein. Wenn ich mir vorstelle, ich in der Karibik mit einem klebrigen Cocktail in der Hand und denke an euch, an Schnee, warm eingepackt, zur Christmette gehen. Mei, hoffentlich kriegt der Alfred nicht wieder einen Hexenschuss wie im letzten Jahr. Also. Also, Fanny. Alles Liebe, Frau Julia. Ich hab die Backeln dieses Jahr besonders klein gemacht, damit's nicht so geschleppt habt. Übers Meer. Danke, Fanny. Und das ist für euch zwei. Danke. Also, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Und alles, alles Liebe, gell? Für alle. Wiederschauen. Wiederschauen. Fanny, was hast du denn eigentlich mit dem Essen gemacht, was wir nicht mehr brauchen? Tabula rasa. Fanny, schäm dich. Seit wann schmeißen du Lebensmittel weg? Was weggeschmissen? Eingefroren, natürlich. Das hätte mich ja gewundert. Hättest du noch was fürs Abendessen braucht? Nein, nein, wir sind doch heute zu diesem Kapitänsessen eingeladen. Und morgen früh frühstücken wir schon im Flugzeug. Also, wiederschauen. Wiederschauen. Gell? Und schöne Grüße am Vater Hag. Und passen wir auf den Charlie auf, gell? Ja, ja, mag ich schon. Wiederschauen. Wiederschauen. Mama? Jetzt erzähl mir, was ist mit deiner Hand? Bikinis zu Weihnachten. Ich glaube, ich bin. Du hast Spazier.
ich hab Hunger. Geh in die Küche, mach das Salamibrot. Bist du sicher alt genug? Ja, wie macht man Salamibrot? Ohne Brot und ohne Salami. Stimmt ja, die Fanny hat alles eingefroren. Spinnt die? Da musst du halt warten bis zu dem Kapitänsessen. Der Ralf wird gleich kommen. Ja, und was essen Kapitäne? Keine Ahnung, warum? Ja, vielleicht mag ich's gar nicht, wenn's nur Fisch gibt. Der Kapitän ist auf seinem Schiff in der Karibik und das ist mehr so ein Begrüßungs-. Nein, wirklich. Also, Max, jetzt liegst du noch auf meinem Kleid drauf. Ja, wieso heißt es dann Kapitänsessen, wenn nicht einmal ein Kapitän dabei ist? Du sagst am besten alles an Ralf. Denn Seefahrt ist Männersache. Super. Verstehe Sie doch. Grüß Gott. Guten Tag, Herr Dr. Sager. Sie möchten Ihre Kreuzfahrtunterlagen abholen. So ist es. Sie schon letztens sich an meinen Kollegen, den Herrn Schulze, wenden? Special Service? Dr. Sager? Ja? Guten Tag. Grüß Gott. Bitte, nehmen Sie Platz. Dankeschön. Ich muss Ihnen eine unangenehme Mitteilung machen. Sind Sie heute nicht der Erste? Ihre Kreuzfahrt kann leider nicht stattfinden. Die Reederei ist zahlungsunfähig. Ihr Schiff liegt seit heute Morgen in Martinique an der Kette. Sie Scherz. Nein, leider nein. Hier ist das Fax von unserem Londoner Agenten. Ist die Reederei bis auf Widerruf nicht in der Lage, die Kreuzfahrt durchzuführen aufgrund von, Zahlungsunfähigkeit? Ja, aber das gibt's doch nicht. Jedenfalls nicht zu Weihnachten. Außer Ihnen sind noch drei Hamburger Familien betroffen. Sie meinen, geteiltes Leid ist halbes Leid? Nein. Selbstverständlich erstatten wir Ihnen den Preis zurück. Das ist ja eine Bescherung. Wissen Sie, was es mich gekostet hat, meine Frau zu überreden, Weihnachten auf See zu verbringen? Ich bin doch nicht der Freddy Quinn, hat's gesagt. Seien Sie versichert, dass uns das höchst unangenehm ist. Ja, und mir erst. Gibt's nicht vielleicht auch eine Chance? Klitzekleine. Wir könnten Ihnen über die Feiertage was im Erzgebirge freimachen. Schneeberg Skihotel ist ein ehemaliges Gewerkschaftsheim mit allem Komfort. Gibt's da Pina Colada und Calypso-Tänzer unter Palmen? Ja, kaum. Das sehen Sie. Ja. Wenn ich noch irgendwas für Sie tun kann, Dr. Sager. Gibt's mir einen Whisky? Oder ist Schottland inzwischen auch schon zahlungsunfähig? Nein, nicht, dass ich wüsste, aber leider hier. Gleich nebenan in der Passage. Da ist eine Bar. Fröhliche Weihnachten, Dr. Sager. Auch für die Frau. Ja. Schöne Kokospalmen. Leckt's mich doch. Du tust nur so lange rum, bis dein Finger wegschneidest. Ich werde mir nur eine Scheibe Salami absägen dürfen. Also, was machen wir jetzt, Herr Doktor? Bloß deine weibliche Intuition hat dir die ganze Zeit eingeflüstert, dass das Schiff nicht fährt. Das nicht. Aber direkt unglücklich bin ich nicht, weil ich bin Weihnachten gern zu Hause. Ohne Gans. Ohne Baum. Und ohne Fanny. Tiefgefrorene Salami mit der rostigen Säge. Jetzt wissen wir immer noch nicht, was wir machen. Jetzt schauen wir mit dem Ofenrohr ins Gebirg. Vielleicht kommt was Gescheites im Fernsehen. Wo ist denn die Zeitung? Da war nämlich so eine Beilage, was in der Stadt über die Feiertage alles los ist. Weggeschmissen. Wieso weggeschmissen? Weil wir bis vor einer Stunde noch gedacht haben, wir verbringen Weihnachten in der Karibik. Jetzt nimmt jeder so einen Zettel und schreibt drauf, was er an Weihnachten machen möchte. Und alles, was auf diesem Zettel steht, wird auch gemacht. Ein bisschen jedenfalls. Wo sind die Stifte? Wir machen das wie die Politiker. Wenn sie nicht mehr weiter wissen, beschwören sie den gemeinsamen demokratischen Konsens. Anonym? Ja, anonym. Geheim halt. Ja, du kennst ja meine Handschrift. So, red nicht so dumm, der Herr schreibt. Ich hab zwei Stimmen. Wieso? Für mich und die Marie-Therese. Tegernsee. Tegernsee?
Tegernsee? Tegernsee. Stelle fest, wir wollen alle ein bisschen nach Tegernsee. Juhu, Max! Jawohl. Mhm. Na ja, dann schmeiß es halt in Tegernsee. Spätestens in Gmund oder Rottach werden schon kommen. Dann hole ich mir halt wieder kalte Fürst beim Einstiegsschießen. Bikinis zu Weihnachten. Das war mir gleich suspekt. Herr Doktor, ich glaube, da haben Sie was falsch gemacht. Er macht doch kein solches Gesicht. Das ist doch ein Fest. Und keine Beerdigung. Ja, ja, ich weiß, aber die erste Weihnacht ohne die Kinder. Ja, dafür machen wir doch das Weihnachtsfest für das Kinderheim im großen Saal. Da hast doch genug Kinder. Wenn dir die nicht reichen, na ja, es sind nicht deine eigenen, aber schließlich sind wir ja auch noch da, oder? Sagen wir nichts? Doch, ja, natürlich, Bernhard. Aber naja, also nur lass mich halt einmal so, wenn man danach ist. Das Hotel ist voll bis unter das Dach. Du könntest sie gar nicht unterbringen, wenn die plötzlich kämen. Wie in der Geschichte von Bethlehem. Ich schlaf nicht im Stall. Für meine Kinder tue ich alles. Kokosnüsse und Tortillas, Adi. Der Mama ihr Weihnachtsgansel ist euch bestimmt lieber. Ja, und was ist mit den Geschenke? Für Mama und Bernhard. Längst unterwegs. Und wenn sie nicht rechtzeitig ankommen? Dann sind wir das Geschenk. Ja, da mussten sie aber noch schön einpacken. So. Wem haben wir jetzt da? Sala, Salat, Sala. Salapati. 7202. Aha, das ist er. Aus Karachi. Gesundheit. Ja. Ja. Warte es nicht? Nein. War er nicht? Kann er ja gar nicht. Hat er gehört das Büro? Ach, Himmel, Herrschaftszeiten. Sie jetzt Gespenster oder Spinne? Ja, Julia, mich trifft der Schlag. Nein, und so riesen wir uns dabei. Titi, wird sie gut? Ich bin der Toni. Also, dann hab ich's doch richtig gesehen. Wen? Ja, Maximilian und dein Mann. Wo? Da, dort. Na, das muss jetzt sofort der Chefin sagen. Das Riesel kommt ist. Psst. Wir sind doch die Weihnachtsüberraschung für Mama und den Schweiger. Und du musst uns ein bisschen helfen. Das ist eine Geschichte. Sei vorsichtig. Zerbrich sie nicht. Ja. Wer ist denn das? Erwartest du jemanden? Nein. Ja, bitte? Draus vom Walde komme ich her. Ich muss dir sagen, es weihnachtet sehr. Grüß Gott. Ja, wer sind Sie? Oh, du weißt nicht, wer ich bin. Mich kennt doch jedes Kind. Die Kinder sind unten im großen Saal. Hier sind die Privaträume. Sie haben sich im Aufgang geirrt. Ich irre mich nie. Du bist die Schweiger, Hermine. Vormals Heidinger. Also, was fällt dem ein, mich zu duzen? Das weiß ich auch nicht. Stille Nacht, heilige Nacht. Wenn du jetzt nicht etwas tust, dann tue ich es. Ich komme von deinen Kindern. Die sind in der Karibik. Ich hab dir doch gleich gesagt, das ist ein Schwindler. Wissen Sie, es ist es aber genug. Ich rufe die Polizei. Ha!
Hi, Oma. Maxl. Fröhlich Weihnachten. Nein. Du Rabenschwiegermutter. Na, ihr seid so vielleicht der Bande. Was macht ihr mit eurer Großmutter? Mit Sonne muss man umgehen. So? Wo geht's denn lang? Immer den Sternen nach. Ah, wie die vier heiligen drei Könige. Ja. Weihnachten. Ich bin Weihnachten viel lieber daheim.